Die nächste Mission heißt der Fall Chase. Vor allem ist die vorvorletzte Mission und dann haben wir noch 4 Minispiele und dann sind wir mit dem Spiel auch schon wieder durch. Aber keine Eile. Wir genießen dieses Spiel so lange wie es geht. Vor allem Chase ist einfach mal nicht im Bild. Aber sein Platz auch im Dings und alles klar, bleibt frei. Freunde, seid ihr bereit für unseren nächsten Einsatz? Er bleibt so übelst gechillt, Chase ist weg, aber er bleibt voll gechillt. Fellfreunde, hat jemand Chase gesehen? Ach, jetzt fällt es ihm erst auf, dass da so ein Platz in der Rangliste frei ist. Ich habe ihn gerufen, aber er antwortet nicht. Es sieht Chase gar nicht ähnlich, sich nicht zum Dienst zu melden. Wie ist das jetzt auch noch verpflichtend, oder was hier? Liberty, wir brauchen deine Hilfe, um Chase zu finden. Was kann sie eigentlich? Rubble, du übernimmst die Führung und versuchst, eine Abkürzung zu finden. Wir wollen Marshall, Herrgott. Die Helfer auf 4 Pfoten legen los. Wir wollen Marshall. Ich glaube, die Entwickler mögen Rubble. Glaube ich, Rubble haben wir bisher am meisten gespielt. Ich glaube, 3-mal sogar schon. Und Everest ist in diesem Spiel überhaupt nicht bei. Traurig. Huskies sind halt die sehr, sehr schöne Hunde. Ich wollte sagen, die schönsten Hunde. Aber es gibt ja noch andere coole Hunderassen. Ich mag auch Rottweiler. Die haben so einen schönen großen, knuddeligen Kopf. Aber die sabbern. Egal, wir müssen jetzt Chase retten. Criminal Minds mäßig. Ja, und wie immer, Großstadt. Die Spur von Chase endet hier. Liberty, kannst du irgendwelche Hinweise finden? Naja, ist bestimmt bei KFC um 50 Grad so ein Chicken Döner rein oder sowas. Chicken Döner vor allen Dingen. Oh, hier haben wir noch 500, also nicht allzu viel. Wenn man bedenkt, dass wir vorher 800 hatten. Ja, anhalten. Vor allem, wieso ist hier eine Ampel und ein Zebra? Ich dachte, am Zebrastreifen darf man so immer rüber. Na gut, das ist wahrscheinlich wieder amerikanisch, wovon ich keine Ahnung habe. Hauptsache, die Autofahrer können sich erstmal richtig schön again beschweren. Ja, da ist nichts, alles klar. Oh, wir müssen. Ja, Rubble ist in der Grafik hängen geblieben. Hört auf zu hupen! Lärmbelästigung. Liberty. Chase ist in diese Gasse gelaufen. Rubble, jetzt welche bist du an der Gasse? Reihe. Ich sehe da keine Gasse. Bora, bewege das. Ja, das wissen wir alle. Vor allem, wenn Ryder das doch alles so genau weiß. Warum sucht er dann nicht einfach selber? Herrschaftszeit. Aus meiner Sicht ist Ryder einfach der faulste Hundebesitzer der Welt. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber es stimmt. Okay, hier können wir gar nicht. Während Liberty hier die halbe Welt auseinander nimmt. Pfotenstark. Ryder ist immer begeistert. Von allem, was wir tun, ist dieser Mensch begeistert. Von dem die Zufriedenheit hätte ich auch gerne. Hey, sind das nicht dieselben Mitarbeiter, die vorhin da auch noch doof rumgestanden haben? Werden einfach mal fürs Nichtstun bezahlt.
Obwohl, im Moment, sie diskutieren über die Arbeitsvorgehensweise, also ganz wichtig. Arbeitsvorbereitung ist das Wichtigste, was es gibt. Sage ich zumindest auch mal. Auf der Arbeit. Hat sich Liberty halt einfach so hier hingeteleportet. Ey, lass die immer so viel hupen, das ist Lärmbelästigung immer noch. So, einfach rüber. Yay, schon wieder Park. Naja, Alter, die haben auch einfach nur die Items genommen und sie übereinander geklatscht, oder? Weil sonst macht das hier absolut keinen wirklichen Sinn und Zweck. Naja. Warum sind da Rollen dran, ne? Das ist ein fucking Kran. Ja, das war jetzt bestimmt wieder so einer, den ich am Ende hätte vergessen. Hopp, hopp. Alles klar, da unten ist nichts, dann... Ey. Rubble. Tu deinen Job, sonst wird Ryder böse. Oh, dürfen wir wieder... Ja, wir dürfen wieder fahren. Mit Le Roublet. Aber wir können aber auch nicht... Ich habe am Anfang schon gleich 5 verpasst. Das ist das Bescheidene, weil man das ja alles so spät erst sieht. Und die Dinger einfach viel zu spät aufploppen. Obwohl sich der hier noch relativ gut steuern lässt. Wenn ich mal so sagen darf. Alles klar, jetzt nach da. Aber ja, wir haben schon 5 übersehen ganz am Anfang. Egal. Dann kriegen wir halt nur diese 100 Bonus. Können wir halt jetzt mal nichts machen. Super, Rubble. Liberty, jetzt kannst du die Spur von Chase aufnehmen. Kann sie das? Bist du dir da ganz sicher? Vor allem, sie hat die Farben von Everest. Tut mir leid, aber für mich gibt es keine Alternative. Everest ist Everest. Ja, ich kenne das. Du musst mir nicht jedes Mal ein Tutorial reindrücken, Ryder. 127 Stück, dann haben wir hier auch schon wieder alle Leckerlis, wenn ich nicht welche übersehen habe. Ich sammle immer denselben. Ist das euch ja schon mal auffallen? Egal, das Spiel macht es ja auch. Also warum sollte ich mich anders verhalten als das Spiel? Aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass es noch eine Fahrsequenz geben wird. Das macht hier ja richtig Sinn. Nie gar keinen. Kommen wir einfach so. Warum hupen die? In so einer Situation. Warum stehen hier diese komischen Kisten rum? Das macht... Und ich wette mit euch, ich krieg wieder das Tutorial. Ja. Weil die Zielgruppe das nach 10 Sekunden wieder vergessen hat. Oder wie darf ich das jetzt sehen? Wollen die Entwickler mir sagen, das ist doof? Okay, zu Recht. Hab ich's gesagt. Yay. Und es geht wieder Richtung... Die Spur führt hierher. Liberty, siehst du irgendeine Spur von Chase? Naja, da es lineare Level sind... Der war gemein versteckt. Also da kann man ja sagen, was man will. So, hier hoch, darüber. Ah, okay. Hier geht's einmal rum. Ah,
gerade am Philosophieren hier. Die Leute haben hier nichts zu tun, kann das sein? Können den ganzen Tag rumstehen und nichts machen. 5 von 500, perfekt. Wer sind Sie, junge Dame? Sie sind nicht Chase. Oder Chase ist jetzt neuerdings ein kleines Mädchen geworden. Pfotenstark. Ach, da ist er. Er hat dem kleinen Mädchen geholfen. Ja, erstmal nochmal schnüffeln, ob er es wirklich ist. Er hat seine Marke verloren. Alles klar. Boah, ich finde Liberty ist sehr, sehr... Kommt für mich persönlich ein bisschen sehr arrogant rüber. Ich sage nur das Bild, was da unten ist. Ah, ne, nicht schon. Ja, auf in die vorletzte Mission, würde ich mal sagen. Und wehe, da ist nicht Marshall bei. Bei einem von beiden.